geht es hierum, um die neue Tandem XE. Einmal ein Überblick über das Gehäuse, über die Funktionen, über die, ich sag mal, Grundfunktionen des Senders. Und wenn dich das interessiert und wenn dich auch das Menü interessiert, darüber machen wir noch ein zweites Video, dann bleib unbedingt dran. Im ersten Video gucken wir uns genau an, wie ist das mit dem Sender aufgebaut, was wird geliefert, was sind die Pluspunkte und vielleicht auch die nicht ganz so tollen Punkte. Also dranbleiben. So, hallo zusammen. Wir wurden jetzt schon öfter gefragt, oder ich wurde gefragt, hast du die neue Tandem XE, kennst du den Sender? Und man hört schon mal sehr viel Positives. Und wie gesagt, wir wurden sehr oft gefragt, ob wir da schon Erfahrungen mit haben. Und ja, man findet ja auch noch nicht allzu viel darüber im Internet oder allzu viele Erfahrungsberichte. Und ich sag mal, über die bekannten, renommierten Sender gibt es ja unzählige Berichte. Und ja, da haben wir uns den Sender besorgt, um euch da mal einen Einblick zu geben und mal eine Einschätzung auch zu geben, ob das eine Sache ist, die für den Funktionsmodellbau, für unsere Modelle denn verwendbar ist. Ja, hier ist er. Mal das Display an. Wie gesagt, das soll jetzt hier im Wesentlichen eine Kurzvorstellung sein oder einen kurzen Einblick in den Sender. Und nicht unbedingt, dass ich sage, das ist jetzt der Sender, kauft nichts anderes mehr, sondern das ist ein neuer Sender, es gibt noch nicht wirklich viel und wir sind einfach oft gefragt worden. Kennst du den Sender? Hast du den Sender schon mal in der Hand gehabt? Wie ist der? Und deswegen an der Stelle, ja, haben wir gesagt, okay, wieder ein Sender mit hier schön 3D-Sticks. Müssen wir uns angucken, ist für unsere Kunden interessant und deswegen an der Stelle ein kleiner Einblick in den Sender. So, was kommt, wenn man das Ganze bestellt? Einmal hier den Sender, wie man das Ganze sieht. Das Ganze kommt in einem solchen, ich hoffe, das kriegt man jetzt irgendwie halbwegs hin. So, gucken. So. In so einem Koffer. Von der Kameraführung natürlich jetzt wieder herrlich, aber egal. Also, kommt in einem Koffer das Ganze. Dann haben wir hier hinten, finde ich ganz cool gelöst, die Umhängevorrichtung. Die ist hier zum Ausklappen. Finde ich eine coole Geschichte, hat man es immer mit dabei. Wenn man es irgendwo eben in den Koffer reinpackt, ist das ja immer so ein Thema. Kennst von meinem Sender auch. Ich habe das Ding, habe einen Impuls drin, habe dann hinten die Umhängeösen, ja, passt nicht mehr in den Koffer. Doof. Also finde ich hier wirklich cool gelöst. Man hätte es jetzt hier noch verriegeln können, dann wäre es noch geiler. Aber wie gesagt, sind Alu-Umhänge, Vorrichtungen und die kann man jetzt hier gerade rein und einmal rein und verriegeln. So, die Handauflagen, die sind fest montiert. Zeige euch den Sender auch so nochmal. Hoffe, das kriegt man von der Kamera hin. Der Sender als solches, Ganze nochmal von unten. Ist ein Kunststoffgehäuse, aber wie ich finde, es sehr wertig gemacht, finde ich sehr schön gemacht. Wir haben hier rechts und links, das sind zwei Alu-Inlays, Alu-Einlagen, eloxiert mit gefrästen Kanten. In der Mitte eine Carboneinlage, also alles in allem macht das mal einen ganz netten Eindruck. Also optisch passt das gut. So, was haben wir noch? Klar, hier unten sieht man schon mal ein Display. Ich habe hier oben ein zweites Display, beides Farbdisplays, was ja auch natürlich eine ganz coole Geschichte ist. Wir haben hier neben zwei Schieber. Die sind original in dem Sender nicht selbst neutralisierend. Gibt es aber. Ich habe die jetzt hier auch schon eingebaut, dass die
selbstneutralisierend sind. Man kann man sich jetzt darüber streiten, ob man es wirklich braucht. Ist für, ich habe mir es gleich mitbestellt, ist halt für Bagger eine ganz schöne Geschichte. Auch wenn ich natürlich hergehen kann, über eine Ebenen- oder Phasenumschaltung kann man die Ketten vom Bagger auch hier auf die Kreuzknüppel oder auf die 3D-Knüppel legen. Auch alles kein Problem. Ich habe mir die Teile gleich mitbestellt. Fand ich eine nette Geschichte. Dazu muss man allerdings den Sender öffnen, um das umzubauen. Ist am Ende kein großes Problem, aber ja, man muss eben Sender aufmachen. Dann, was haben wir noch? Wir haben hier Schieberegler, ganz normal, kennt man, mit einer sauberen Mittenzentrierung. Trimmungen für alle Knüppel, selbst hier neben für die seitlichen Schieber gibt es hier eine Trimmung. Hat auch nicht jeder Sender. Ob man es braucht, kann man sich darüber streiten. Wobei ich auch die Trimmung für andere Sachen verwenden kann. Finde ich wiederum ganz cool. So, dann haben wir hier ganz viele Drehregler. Die kann ich alle versenken oder eben auch wieder rausholen. Vier Stück an der Zahl. Hier drüben, jawohl, die sieht man auch. Ja, zack, zack. Also vier Drehregler, das ist alles soweit mal ganz cool. Auf den 3D-Sticks hier oben zwei Taster. Das haben andere Sender wiederum ein bisschen schöner, die haben das als Doppeltaster. Ja, aber wie gesagt, hier oben ein Taster ist auf jeden Fall auch schon mal sehr schön. Wenn wir gerade bei den 3D-Sticks sind. Da finde ich, hat sich derjenige, der das Ganze mal gemacht hat, wirklich einen Kopf dazu gemacht. Weil oft kenne ich es auch von meinen Sendern, wo sich der komplette 3D-Stick drehen lässt. Beim Steuern betätigt ungewollt die Funktion, die hier auf der Drehfunktion ist. Und hier ist es so, weiß nicht, ob man das, gehen wir gerade mal ein bisschen näher hin, gucken, ob das hier am Stativ hinkrieg. Na, das muss noch scharf stellen. Jetzt sieht man es, glaube ich, ganz gut. Also das ist nur der mittlere Bereich, der dreht, und hier oben der Bereich, der ist feststehend. So. Jetzt. Jetzt sieht man es, glaube ich. Also nur der geriffelte Teil, der ist beweglich und oben der ist feststehend. Das heißt, wenn ich den Knüppel hier oben anpacke, muss mal gucken, dass ich euch wieder irgendwie vernünftig hier hingestellt bekomme. So, und nochmal scharf stellen wäre super. Gut. Also hier oben ist der Knüppel feststehend und nur der Teil hier ist drehbar. Finde ich jetzt von der Bedienung her eigentlich sehr cool gemacht, die ganze Geschichte. Ja, das Ganze mal ganz grob zu den äußeren Punkten. Achso, eine wichtige Geschichte. Wir haben hier oben die Schalter kommen mit, und das ist auch der, ich sag mal, mit eines der aus meiner Sicht ja, größten Kritikpunkte, wenn man so nennen will. Kann man natürlich ändern. Jetzt gibt es aber aktuell, ich sag mal, ab Werk nichts. Muss man das Basteln anfangen. Das sind hier alles Schalter. Zwar meistens Drei-Stufen-Schalter, aber es sind halt alles Schalter. Was dann natürlich nicht ganz so schön ist. Ich habe hier einen Taster drin, der ist aber, das ist nur ein Zwei-Stufen-Taster, ist für uns auch wieder nicht brauchbar. Also das ist ein bisschen schade, dass hier oben keine Taster verbaut sind. Ich habe hier oben die beiden drauf, die aber als getrennte Taster, also das ist nicht so eine Richtung, andere Richtung gekoppelt. Kann man natürlich so programmieren, sind komplett getrennte Geber. Was ich allerdings habe, das zeige ich euch auch gleich noch, ich habe hier unten neben dem Display die sechs Tasten, und die sind nicht zum Programmieren. Also nicht für irgendwelche Programmfunktionen und auch nicht, wie man es von anderen Sendern kennt, dass man sagt, man hat hier nebendran noch eine Beschreibung stehen. Was die Funktion macht, wäre natürlich auch noch eine richtig coole Geschichte. Das sind im Prinzip auch frei belegbare Tasten, die man in verschiedensten Funktionen belegen kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine 1, 2, 3. Das ist also immer entweder eine an. Zeige ich euch gleich nochmal, wofür ich das genutzt habe. Hier drüben das Gleiche.
Könnt ihr eben Funktionen mit durchschalten. Ihr könnt die als Taste, als An-Aus, dass ihr für jeden quasi als An-Aus-Taste habt. Also kann man unheimlich viel damit machen. Und ja, von daher, also man hat ein paar Taster, bringt der Sender dann doch mit. Aber das wäre noch cool gewesen für einen Sender, der, ich sag mal, hier anhand der Knüppel ja wirklich für einen Funktionsmodellbau ausgelegt ist. Wäre es natürlich noch toll gewesen, hier oben Taster zu haben, weil die meisten Funktionen, die wir haben, brauche ich halt nicht als Schalter, sondern als Taster. Und wenn, könnte ich softwaretechnisch sagen, okay, pass auf, der Schalter, der Taster soll jetzt als Schalter fungieren. Hätte ich deutlich schöner gefunden, aber gut, ansonsten passt das Ganze ja wirklich schon ganz ordentlich. Wir gucken uns mal ganz kurz noch das Menü an. Beziehungsweise, ich denke, das machen wir in einem separaten Video, weil sonst wird das Ganze auch einfach zu lange. Und für die, die es interessiert, können sich das anschauen. Und genau, dann lassen wir es an der Stelle hier mal gut sein. Und ich würde sagen, wenn euch die Programmierung oder mal einen kurzen Blick in das Menü interessiert, weil das ist auch eine wirklich ein bisschen eigenständige Geschichte. Dann guckt euch einfach das nächste Video noch an. Das machen wir als eine separate Geschichte. Alles klar, dann sehen wir uns dort.